Metal, Leute, in der heutigen Folge geht es um Tyrannismo, The Dennis und natürlich die Affenjungs. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, suchte Tyrannismo eine neue Freundin und ist sich dabei nicht zu schade, auch bei Lach schon sämtliches weibliches Material anzuschreiben. Er mag es gern mollig wie bei Mutti und wenn es finnische Models sein sollte, dann ist das ihm natürlich auch recht. Man munkelt sogar, dass er mit den Specktitten der Regina LD vorlieb nehmen würde. Das sind aber unbestätigte Berichte, deshalb seid da mal ein bisschen vorsichtig. Außerdem geht es im heutigen Video um die Affe-Jungs. Früher hießen die ja Affen-Jungs Inc. Mittlerweile nennen sie sich ganz cool Ape-Boys. Und ja, die beschäftigen sich wie wir mit Dennis und natürlich dem Drachenlord. Ich wollte früher immer gerne in ihre Gilde mit meinem Charakter namens Klorak, aber sie haben mich nie reingelassen, deshalb an dieser Stelle ein Gruß an die Jungs und macht weiter so, man mag euch. Ja, dann zum Hauptthema, der Dennis hatte einen ziemlich heftigen Ausraster und zwar so einen heftigen Ausraster, dass ich kurz am Überlegen war, ob denn das wirklich noch unser Dennis ist, denn solche Ausraster sind wir eigentlich nur vom Drachenlord gewöhnt. Ihr seht es ja selber, ich habe es euch mal reinkopiert. Creeper Darkor schreibt, das ist mir scheißegal, du Hurensohn. Und noch einige Ausrufezeichen hinterher. Ich weiß nicht, was da los war. Und ich muss auch sagen, ich bin etwas beunruhigt. Wie können wir Dennis helfen? Oder wie kann Dennis sich selbst helfen? Habt ihr Vorschläge an Check-S-Videos für den Dennis? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich leite es dann weiter an ihn. Oder ihr sagt es ihm einfach selbst. Auf jeden Fall sollte er mal wieder seine Basis chillen. Das war soweit alles von mir. Im nächsten Video werde ich ein ganz heißes Protokoll aus dem Gerichtsprozess gegen unseren Mario rezitieren und natürlich auch noch einige Facts liefern. Ich habe zum Beispiel mit ihm telefoniert und ja, seid gespannt und ihr werdet überrascht sein, was es da Neues zu berichten gibt. Bis dann, euer Regenbogenschaf.